2G reicht nicht. Mit mehr als 14.000 Fällen haben wir einen neuen Höchststand bei den Corona-Infektionen. Jetzt wird über Lockdown und Impfpflicht gesprochen. Und wir sprechen gleich live mit Rudolf Schmitzberger von der Ärztekammer. Smog-Notfall. Die Luftverschmutzung in der indischen Hauptstadt zwingt jetzt die Politik, die Kohlekraftwerke vorübergehend zu schließen. LKWs dürfen nicht mehr fahren und auch Schulen bleiben zu. Van Gogh Alive, eine Multimedia-Ausstellung, zeigt die besten Werke des Künstlers in 3D. Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Nachtausgabe der Zeit im Bild. Es reicht nicht, es geht sich nicht aus. Trotz 2G und Lockdown für Ungeimpfte steuern wir auf eine Überlastung des Gesundheitssystems zu. So hat es das Corona-Prognose-Konsortium für heute berechnet. Und jetzt diskutiert wird nun über einen Lockdown und eine mögliche Impfpflicht. Für alle. Die Lage auf den Intensivstationen in Oberösterreich ist angespannt. Beim Personal liegen die Nerven blank. Ich muss sagen, so schlimm wie es momentan ist, war es letztes Jahr nicht. Also es wird gefühlt jede Welle ein bisschen schlimmer. In der Steiermark müssen Intensivmediziner Patienten behandeln, die eine Überdosis Vitamin D und ein Entwurmungsmittel für Pferde eingenommen haben. Gegen Corona wirkungslose Medikamente, die zuletzt aber FPÖ-Chef Herbert Kickl empfohlen hatte. Kein Mittel gegen Dummheit, aber eins gegen Impfmüdigkeit, wüsste die Ärztekammer. Sie fordert eine bundesweite Impfpflicht, ähnlich die Wiener Patientenanwältin. Jetzt sind wir bei einer Katastrophensituation. Jetzt sind so viele Menschen gefährdet von dieser Erkrankung. Jetzt, glaube ich, ist es Zeit für eine allgemeine Impfpflicht. Auch die Regierung zieht eine Impfpflicht in Betracht. Das ist eine Maßnahme, die auch diskutiert wird. Ich halte die Diskussion darüber auch für sehr wichtig. Das wird alles geprüft. Der Gesundheitsminister prüft das natürlich auch weiterhin, spricht sich sehr eng mit Juristinnen und Juristen ab. Immer lauter wird auch der Ruf nach einem harten Lockdown für alle, noch vor Weihnachten, um so die Wintersaison zu retten. Einige Tourismusvertreter und das Wirtschaftsforschungsinstitut sind dafür, die Hoteliersvereinigung ist dagegen. Am Freitag wollen die Landeshauptleute in Tirol all das mit Kanzler und Gesundheitsminister beraten. Thema wird wohl auch der wachsende Unmut in der Bevölkerung sein. In Wels haben gestern hunderte Menschen vor dem Klinikum gegen die Impfpflicht für das Spitalspersonal demonstriert, während sich drinnen die Intensivstationen füllen. Bei mir im Studio ist jetzt Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferats in der österreichischen Ärztekammer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Danke fürs Kommen. Ja, wir haben es gerade im Beitrag gehört. Es gibt sehr viele Rufe nach einer generellen Impfpflicht. Schließen Sie sich dem an? Die österreichische Ärztekammer empfiehlt eine Impfpflicht für besonders sensible Personengruppen. Dazu zählen wir das Gesundheitspersonal. Gesundheitspersonal heißt jedoch nicht nur in den Spitälern und in Alten- und Pflegeheimen, sondern auch im Niederklassenbereich, das ist das eine, und Einbeziehung aller Berufsgruppen, das heißt insbesondere auch die Hebammen, weil wir ja wissen, dass Schwangere eine besonders starke Risikogruppe sind. Zu überlegen ist selbstverständlich auch auf eine Ausdehnung für Gruppen mit besonders hohem Publikumskontakt, wie sie auch die Apotheker und ihr Personal darstellen. So, jetzt sind wir aber bei einer Impfpflicht für das Gesundheitspersonal, die sowieso kommt. Jetzt haben Sie auch aufgelistet, die Apothekerinnen und Apotheker. Es wird immer diskutiert über einzelne Gruppen. Aber der Bildungsminister hat gesagt, wenn man das jetzt auch ausweiten würde aufs Lehrpersonal, wenn man da immer bei einzelnen Gruppen ist, warum nicht gleich für alle? Ich denke, dass das pädagogische Personal, und hier beginnen wir durchaus im Kindergarten bis hin zu den Hochschullehrern, eine besondere Verantwortung haben, insbesondere da wir wissen, dass in der momentanen epidemiologischen Situation die Kinder die Hauptträger der Infektionen sind. Wenn man sich die Inzidenzsteigerung anschaut von heute über 70% bei den kleinen Kindern, dann muss man, glaube ich, schon dort ansetzen, wo besonders vulnerable Personengruppen sind. Ja, das heißt, Sie befürworten das in diesem Bereich, aber ein generelles Ja zur Impfpflicht für alle, das ist Ihnen jetzt nicht zu entlocken. Ich denke, eine generelle Impfpflicht wird sehr schwierig umzusetzen sind. Wir kämpfen immer schon um eine Impfpflicht im Bereich von anderen sogenannten impfpräventablen Erkrankungen, wie zum Beispiel Masern, und haben gesehen, dass es je mehr Druck hier gemacht wird, unter Umständen umso mehr Widerstand dagegen auftritt. Es ist nicht unsere Aufgabe, das umzusetzen, sondern das ist Aufgabe der Politik. Aber ich möchte jetzt sozusagen zur späten Stunde denjenigen, die immer noch den Impfverweigerung an
gehören, etwas Philosophisches und zum Nachdenken mitgeben, weil es wird immer von der persönlichen Freiheit gesprochen. Diese hört jedoch auf, wo man beginnt, andere damit zu gefährden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, frei nach dem kategorischen Imperativ von Kant, dass man sagt, was du nicht willst, das dir man tut, das füge auch keinen anderen zu. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Ja, auch vielfach geäußert in der Pandemie. Wir wollen von Immanuel Kant jetzt vielleicht auch zum Hier und Jetzt und zum konkreten Politischen kommen. Die Impfpflicht fürs Gesundheitspersonal, die kommt ja jetzt, das ist beschlossen. Das wird durch den Gesundheitsminister dann auch noch verordnet. Rechnen Sie da eigentlich mit Personalengpässen in den Spitälern, wenn diejenigen, die das nicht möchten, sagen, ich komme dann einfach nicht mehr zur Arbeit? Die Befürchtungen werden zum Teil von Kolleginnen aus dem Spitalsbereich geäußert. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier alle an einem Strang ziehen. Und es sind ja auch schon Überlegungen, kurzfristig Personal, das vor kurzem in den Ruhestand gegangen ist, wieder zu rekrutieren. Also auch solche Überlegungen muss man ins Auge fassen. Rechnen Sie damit, dass das notwendig sein wird? Ich befürchte ja, wenn man die Beiträge anschaut, wie das Personal speziell im Intensivbereich gefordert ist, dass man auch zu solchen Maßnahmen unter Umständen greifen werden muss. Ja, letzter Punkt. Was machen Sie mit denjenigen Ärztinnen und Ärzten, die sich nicht impfen lassen wollen? Das kann durchaus, nachdem es ein Gefährdungspotenzial ist, bis zu einem Berufsverbot gehen. Und das haben Sie vor, das auch durchzuziehen, wenn es soweit kommt? Ich denke, dass wir hier wirklich alle Mittel, die legal sind und die verfassungsrechtlich gedeckt sind, ausnutzen müssen. Allerletzte Frage, weil bei den Salzburger Landeskliniken, da wissen wir, dass momentan etwa 92% der Ärztinnen und Ärzte geimpft sind. Wenn wir das österreichweit hochrechnen, wir haben etwa 48.000. Wenn sich davon 5% nicht impfen lassen, das sind dann über 2.000 Ärztinnen und Ärzte. Wenn Sie die alle gehen lassen, haben wir dann nicht endgültig den Kollaps des Gesundheitssystems? Diese Gefahr würde bestehen, aber ich denke sehr wohl, so wie wir jetzt gemerkt haben, dass die G2-Regelung und ist ja auch schon eine vorweggenommene Impfpflicht, dass einfach Vergünstigungen gestrichen werden, also ein indirekter Impfzwang, dass sich hier sehr viele geimpft haben, noch zusätzlich, die vorher nicht daran gedacht haben. Ich glaube, dass es auch bei dieser Personengruppe der Fall sein wird. Das heißt, da sehen Sie noch Möglichkeiten. Da ist noch Luft oben. Ja. Das kann man so sagen. Vielen Dank, dass Sie so spät noch zu uns gekommen sind. Gerne. Danke sehr. Ja, wir bleiben noch mal kurz beim Thema Impfen. Da gibt es nämlich heute auch Neuigkeiten aus der Pharmabranche. Der US-Konzern Novavax hat in der EU die Zulassung für seinen Corona-Totimpfstoff beantragt. Von der EU-Arzneimittelbehörde EMA heißt es dazu, dass man bereits mit der Prüfung begonnen habe und voraussichtlich in einigen Wochen dann eine Entscheidung bekannt geben kann. Von Corona jetzt zur Klimakrise. Es ist nahezu ironisch, dass ausgerechnet Indien vergangene Woche noch bei der UN-Klimakonferenz interveniert hat, um den Kohleausstieg im Schlusstext abzuschwächen und dort jetzt die Kohlekraftwerke geschlossen werden müssen. Dichter Smog umhüllt die Hauptstadt Neu-Delhi. Schulen sind zu, Angestellte sind im Homeoffice und auf den Straßen haben die LKWs Fahrverbot. In Neu-Delhi ist man einiges gewohnt, aber diesmal ist der Smog über der indischen Hauptstadt besonders hartnäckig. Diese Luftverschmutzung ist unerträglich, sagt dieser Straßenverkäufer. Die Regierung muss endlich etwas dagegen tun. Die Feinstaubbelastung in Neu-Delhi liegt derzeit um das 30-fache über dem Grenzwert. Die Folge Atemwegsprobleme, gereizte Schleimhäute. Die Spitäler verzeichnen immer mehr Patienten mit ähnlichen Symptomen. Mein Sohn kann in der Nacht nicht schlafen, weil er keine Luft bekommt, erzählt sie. Maßnahmen wie die Luftbefeuchtung dreimal am Tag wirken da wieder sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Zumindest mitverantwortlich für die starke Verschmutzung sind die Kohlekraftwerke, für Indien eine wichtige Energiequelle. Das jährliche Verbrennen der Erntereste im Umland dürfte das Luftproblem noch einmal verschärft haben. Wir berichten in der ZIP-Nacht jetzt noch über eine Multimedia-Ausstellung, die weltweit ihresgleichen sucht. Die besten Werke von Vincent van Gogh sind zu sehen, aber nicht im Original, sondern in einer dreidimensionalen Installation auf 1200 Quadratmetern. Nach New York, Paris, Berlin und rund 70 weiteren Städten gibt es Van Gogh Alive jetzt auch in Wien.
Zu Vivaldis vier Jahreszeiten erwachsen explosionsartig Vincent van Goghs berühmte Selbstporträts, die auch sein psychisches Leiden darstellen. In Verbindung mit seinen Blumen- und Landschaftsbildern sowie Zeichnungen und Briefen erzählt Tichot aus dem Leben dieses Genies. Die Ausstellung, die orientiert sich an den geografischen Stationen van Goghs. Also er ist in den Niederlanden aufgewachsen, ist dann irgendwann nach Frankreich, nach Paris, in den Süden, dann später nach Arles und am Schluss nach Auvers, wo er sich das Leben genommen hat leider. Rund 3000 Bilder umfasst diese technisch perfekt umgesetzte Show. Van Goghs Werke eignen sich wie kaum andere für derartige Spielereien. Zeit intensiver in jedes einzelne Bild einzutauchen, bleibt jedoch kaum. Viel zu schnell werden sie projiziert. Wahre Kunstliebhaber werden sich am Ende auch nach seinen Originalen sehnen. Letzter Programmpunkt bei uns, der Blick aufs Wetter. Morgen lockert es im Laufe des Tages auf. Am Nachmittag wird es größtenteils sonnig sein. Die Temperaturen, die liegen dann bei 7 bis 11 Grad. Freitag und Samstag ist es in den meisten Teilen des Landes zumindest zeitweise sonnig. Ab Sonntag wird es dann aber wieder kühler. Das war die letzte Zeit im Bild des Tages. Von uns allen hier noch eine gute Nacht.